Und wir legen wieder los mit Age of Empires 2 der HD-Version. Hübsches Städtchen, das nehme ich. Und wir sind gerade in einer sehr nervigen Lobby, wo die Leute einen zuspammen mit dummen Kommentaren. Gut, ich bin mal gespannt, wie er jetzt spielt, aber auch so spielt, wie er hier rumnervt mit den Taunts in der Lobby. So, wir machen wieder Welle und dann machen wir unser Booming-Spiel, nehme ich an. Genau, was Neues heute. Ich würde in die Mitte machen und dort direkt den See dann missbrauchen für meine Zwecke. Ja, aber du wolltest die Mitte. Ich gehe hier mit rein, ich werde hier mit wollen. So, hier. Wolfs, Gesocks. Oh, Dreie. Ja, bei mir auch. Tiere. Hallo, was macht ihr? Ende den Bauern opfern oder zurück ist ein TC und die erledigen halt. Das habe ich auch gerade gemacht. Ich hatte damit drei Wölfe getötet, ohne jemanden zu verlieren. Ich habe zwei Bauern verloren gegen die Wölfe. Ja, muss das ein bisschen schneller sein. Aber gut, jetzt ein Bauer geht ja noch. So, ich gehe jetzt einfach nochmal hin. Ich habe einen Scout frei. Ja, dann schicken hier mit einfach hin, zum See. Ja, ich komme, ich komme. Die Wolfsplage hier. Oh. Nochmal bitte, nochmal bitte. Wer macht zu dem See dort mit hin? Ich bin dort. Ups, noch ein Wolf. Kannst du mal nach weiteren Wölfen suchen? Hast du gesagt? Ja, den hab ich auch schon mir genommen. So, was ist das letzte Schweinchen? Achso, das ist hier drüben. Mann, was ist denn mit dem Schwein schon wieder? Ah, ich hab'n Fight.
Die sind durch. Okay. Mal, haben die einen Rush gemacht oder was ist bei dir los? Ne, bei dir. Hä? Achso, die sind hier durchgelaufen bei mir? Soll ich jetzt meinen Scout zu dir schicken oder was ist jetzt los? Ne, bei dir. In der Mitte. Na, Was willst denn du jetzt? Ja, die sind hier durchgebrochen. Na, soll ich jetzt bleiben in der Mitte oder was hast du jetzt gesagt? Nein, ich dachte, das wäre dein Ort oder sowas. Ich gehe einfach hoch. So. Er hat gerade geschrieben, der Botkin, dass er es jetzt hinbekommen hat. Das Problem, was wir vorhin hatten. Was meinst du? Wir hatten nämlich davor mit Botkin telefoniert und der wollte mit uns ein Match machen. Beziehungsweise ein Match zwischen mir und Durngard quasi casten. Mit wem redest du gerade? So. Ich mach gleich einen Steinball einfach mit hin. Er hat keinen Ball gemacht. Ja. Du hast jetzt mitbekommen, die sind auf seiner Seite. Schick uns gerade am besten mit rüber, falls du noch einen hast. Der ist halt tot, aber gut, ich schick's rüber. Toll. Naja, was heißt auf seiner Seite? Also, die beiden Wash oder was? Ja, die machen ja Stress auf der Seite. Er greift hier mit einem Bauern. Ah, okay. Okay, jetzt hat er einen Steinwald gemacht. Ich mach jetzt auch hier bei dem Gelben gleich den Markt mit hin auch.
Mach ich auch noch einen Markt mit hin. So, hoch. Hast du einen Markt bei dir? Okay. Wie hast du denn bei dem Gold mit reingesetzt? Das ist natürlich auch nicht schön platziert. Ich gehe jetzt natürlich auch hoch zur Ritterzeit. Na. Ich werde dann hier auf der gelben Seite mithelfen. Du musst dann einfach bei dir halten können. Naja, ich bin Koreaner. Vielleicht machst du noch einen Wald hier mit hin. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Es wird ein sehr teurer Wall hier. Das ist mir gerade wert. Hallo? So. Oh, jetzt kommen wir wieder die großen Hits raus. Also ich habe jetzt einfach die Mitte fleißig zugewollt und ich werde dann einfach dann auf der gelben Seite mit aushelfen, wie gesagt. Oh, er macht gerade eine Waffenschmiede, interessant. Die wollten ja das Dorfzentrum wieder schön hin. Na gut, aber jetzt hat er eins gemacht. Das ist natürlich eitel hier, okay. Ogre. Boogie. 39 Gold bringt der bloß. Achso, weil ich hier in der Mitte noch einen habe, ich wollte schon sagen.
Also sowas, wenn man im Markt kann, nicht mal 6 Uhr morgens aufstehen. Hier ist einer untätig gerade bei dir. Ja, willst du Klick über dir haben oder soll ich die Stibitzen gehen bei dir? Die wollte ich gerade. Ja, okay. Ich geh hoch. Okay, mach das. Ich bin auch schon auf dem Weg nach oben. Ja. Ich werde gleich auf Siege natürlich gehen als Kilter. Weiß, kommt wenig überraschend. Ja. Thank you.
hier überhaupt? Achso, ein Wikinger ist das, okay. Wikinger richtet Skorpione. Wie du den 1600er übrigens. Was? Was meinst du? Mit dem 1600er. Soll ich zu dem jetzt mit rüberkommen oder was war jetzt die Ansage dahinter? Nö, also aktuell ist er nicht los. Okay, mach einfach Welle, ich werde ja versuchen auf der Seite zu pushen, das sollte auch funktionieren eigentlich. Was ist los? Ich hab gehustet. Alles gut. Gut, das ist dann jetzt sehr gestaged irgendwie von dir. Durch Stagen verhusten. Bemanner, der Bemanner geht auf Blinkler, interessant. Sehr gute Blinkler, wie du weißt. In vielen muss er da zwei Upgrades, aber ansonsten top Jungs auf jeden Fall. Oder? Tipptopp, die Jungs. Cap ist 200 oder was ist das? Warte. In 300, okay. Da können wir noch fleißig boomen hier. Ich fräse mich jetzt einfach hier durch. Hm.
Also pusht jetzt, oder was? Ich push jetzt hier, genau. Okay, sehr schön. Ich glaube, ich schicke ein paar Bauern zu dir, um ein paar Stürme zu bauen. Oh, der macht hier Haufen Welle. Würde ich auch sagen, interessant. Alles gut, ich hab mich schon vorbereitet auf sowas. Okay. Oh, jetzt muss ich mit den Böcken an. Warte, ich komme zu dir. Nee, ist in Ordnung. Ich komme zu dir mit Paladin, alles gut. Schaffst nicht, oder was? Bitte? Es ist ein 1 gegen 1, das schaffe ich schon. Na, es ist bloß sehr nervig hier auf der Seite, deswegen sage ich.
Das wird hier ein ganz schöner Stellungskrieg werden. Ja, kann ich machen. Kann ich machen, da hast du recht. Und der Ass ist draußen. Jo. Was meinst du? Ich hab's nicht verstanden akustisch. Anscheinend geht er schon an der Punktzahl, die ich glaube, hier nicht weiß. Jetzt ist hier wie eine Wundertüte. Man weiß immer nicht, was man bekommt. Leben ist wie eine Pralinschachtel. Nie was auf der Hand gebracht. Oh, das leckt, Junge, geh einfach raus. Ja, würde ich auch empfehlen. Sehr nervig sowas. Das sind immer die Leute, die versuchen mit Disconnect noch zu gewinnen. Oh, äthiopische Belagerungstürme, interessant. Ja, da wollte er am Anfang meine Türme überwinden. Aber ich habe einfach meine Mauern einfach überwinden, aber ich habe einfach zwei Mauern gebaut. Mhm. Ja, simpel. Simpel und einfach. Interessant, dass die in der Mitte überhaupt nichts gemacht hatten. Das hat recht der gemacht. Ja, doch, der hat schon was gemacht. Ja, ich glaube, hätte ich mich in der Mitte durchgefräst mit Unagan und hätte mich voll in den Handel reingestellt, das hätte mehr gebracht. Einfach mit Skorpionen voll den Handel durchblockieren. Ja, hättest du geschafft, weil die keine Außenposten hatten. Und das. Ja. Vorspiel. Nee, auf der grauen Seite, der hat Haufen Welle gemacht. Also, es ist. Der hat hier 5 Schichten Wall gemacht. Das ist ein richtiger Olivier auf der Seite. Und ich meine, es hat ja geholfen. Also ich habe halt sehr, ich konnte halt pushen, aber halt sehr, sehr langsam durch diese ganzen Welle. Er hat den CC auch vollkommen nach hinten verlagert. Der hat nämlich deleted, wie du siehst. Ach, der hat sein TC deleted einfach? Ja, ein krasser Pro-Gamer, der mal sein TC deleted hat. Ich glaube, das war auch der Grund, wieso er nicht so gut boomen konnte, ne? Wenn ein TC deleted wird. Normalerweise müssen TC immer hintereinander weg produzieren. Mhm. Bis in die Realzeit hinein, noch weiter hinaus. Aber der hat mal deleted.
Der hat vielleicht gedacht, dass es voll der Promove ist, einfach sein TC zu löschen. Ja. Ich sag mal so, selbst wenn das irgendwann das Schlachtfeld sein wird, dann baust du halt oben das TC herum, keine Felder mehr, sondern halt die Produktionsanlagen. Mhm. Aber du kannst immer noch als Dorfbewohner Produktionsstätte halt benutzen, ne? Um den Boom aufrecht zu halten. Denn darum geht's ja immer mit TC. Oh. Aber na gut. Da siehst du, was er davon hat. 9000 Punkte. Mhm. Boah, Spaß in die Statistiken reinschauen. Du hast die meisten Kills, das wundert mich nicht. Ich habe die zweitmeisten, okay, das wundert mich ein bisschen. Weil ich eigentlich nur Welle kaputt gemacht habe auf meiner Seite. Mhm. Das meiste Gold gehabt und meisten Handel, das war eigentlich logisch schon gewesen. Eigentlich nicht. Hernandez vor Yuan. Das klingt da sehr spanisch, polnisch. Was siehst du gerade? Keine Ahnung, der Name ist mir so komisch. Da kommt mir so sehr komisch vor. Okay. Genau, wie du siehst, ich habe den Handel sehr weit nach hinten verlagert. Und das wird mir noch in mein Häuser halt. Oh. Ich brauche nur mal sicher gehen. Elite Achambay auf deiner Seite, okay. Verstehe ich jetzt auch nicht. Was hältst du eigentlich von diesen Achambay? Findest du die gut oder nicht so gut? Die sind auf definitiv sehr stark, vor allem auf offenen Kant, hoffe ich mal, im Raid. Mhm. Auch in der Schlacht oder als Support-Einheit. Also, die können einzigen Paladine gewinnen in der Masse natürlich, ne? Also, so wollt ihr One-Shorten können. Aha. Ich glaube, 20 kannst du einen One-Shorten oder. Sogar weniger. Aber die haben 19 Angriff, minus 7 macht 12. Heißt, du brauchst 15 Schüsse brauchst du für einen mit vollen Upgrades. Naja, und dann kommen noch die anderen Pfeile hinzu. Die Zusatzpfeile, die waren gar nicht mitgezählt. Okay. Schießen die dann gleich ein ganzes Bündel oder was machen die? Na, das ist ein ganzes Bündel. Die gehen aber ab und zu mal, also die gehen schon auseinander. Mhm. Wenn ich beziehe, aber die treffen. Aber wenn die treffen, dann mache ich halt Zusatzschaden. Ah. Ne? Oh. Und ignorieren halt Durchschlagpanzerung. So wie beim Schokolou. Okay. Na, ich finde immer die Konquistadoren viel besser als die Armbay, aber ich meine, es ist auch nicht super schlecht. Ich finde es bloß als Bemannung immer so ein bisschen schwierig. Was machst du im Endeffekt? Ich meine, klar, heile Badiere wirst du machen. Und Husaren. Aber halt Plänkler, okay, den fehlen halt der Daumenring, den fehlt der Daumenring und den fehlen dann auch noch zwei abgewissene Schmiede. Ist auch nicht so toll. Aber du hast heile Badiere, Husaren, Elite-Kämpfer und dann ist halt die Frage, was bündelst du dazu noch? Ein paar Arambay vielleicht noch ein paar Belangungswerkzeuge. Naja. Ich meine, sie sind so nicht super schlecht, wobei gut. Elefanten und Menschen haben sie auch noch, aber. Ich meine, klar, man kann mit ihnen auch spielen mit anderen Sifs, aber es sind jetzt keine Pixel für mich, die ich unbedingt nehmen würde. Ja, zumindest nicht auf Black Forest, würde ich sagen. Also, die sind auf offenen Karten, glaube ich, oder auf Arena sehr, sehr dominant. Mhm. Auch wegen den Arambay oder wegen was anderes dann? Ja, auch wegen der Arambay. Das ist sehr beliebt, der Arambay. Castle Drop, Arambay Push. Mhm. Die haben ja das Manipur-Kavallerie-Upgrade abgeändert, ne? Statt Gebäude-Bonus-Schaden macht das irgendwie. Gegen Bogenschützen, ja, genau. Hm. Ist was auch nicht so schlecht ist. Ich kann es verstehen, weil ich hatte früher sehr gerne die Kombination Husaren und Arambay Wintersporn drin gesetzt. Ich hatte damit Burgen ohne Belangungswerkzeug zerstört. Ja. Hat da richtig Spaß gemacht. Und vor allem auf offenen Karten habe ich mal regelrecht die Basen der Gegner damit ausverliert. Der hatte die Armee an der Front immer noch, aber die Basis von dem war weg. Ja. Einfach, weil ich so eine mobile Belangungsräte hatte. Das ist, ja. Die sind eigentlich fast genauso wie die Tarkan. Aber, ja. Nur krasser. Gut, du willst ins Bett oder noch eine Runde spielen? Ich weiß nicht, also wenn du noch einen Server findest, können wir noch eine Runde machen. Komm und reinschauen, genau. Volk. Meine Güte. 4:30 Uhr.
Ja, ne, ich war sowieso morgen krank, von daher ist das sowieso in Ordnung für mich. Aber um 8 Uhr sollte ich schon wach sein, dass ich beim Arzt anrufen kann. Also ich sehe nichts Regionales, nur wir von Seite weit. Weißt du bereits, wann du wieder Zeit hast? Oh, hier ist Luftwaffe unterwegs. Gegen 4 Black Ball. Kann ich es nicht sagen. Auf Anhieb. Donnerstag wahrscheinlich wieder. So wie heute. Okay. Oder vielleicht sogar Sonntag, wenn der Julian da ist und ich vom Training eher zurückkomme. Das wäre cool, dann können wir das Rätsel halt machen, was ich schon angesprochen hatte. Ja, also das Rätsel kann man da. Ich habe mir nicht ein Rätsel ausgedacht für Woodpecker und für Dornengard, wo die sich dann beweisen können in ihrer Age of Empires Trivia, ob die da Ahnung haben. Okay. Aber sonst gehe ich jetzt ins Bett. Ich bin eigentlich auch zu müde. Ich habe jetzt nicht wirklich Lust. Also ich würde noch ein Spiel schaffen, aber Aber ich muss ja nicht sein. genau. Nicht, dass du dann dich von 1400 abziehen lässt, weil du einfach nur so müde bist. Das wäre nicht das Problem. Das Problem wäre dann, dass ich morgen nicht aus dem Bett rauskomme. Und dem Arzt Bescheid sage. Und den Leuten. Ich muss halt schon eine Krankschreibung beantragen, weil ich sonst halt auf die Finger bekomme. Es geht halt schwer um 12 Uhr morgens, mittags. Ja, theoretisch machen die auch nochmal zwischen 13 und 15 Uhr kurz auf. Aber die haben eigentlich eine Sprechstunde für Leute, die Krankschreibung brauchen, die ist zwischen 10 und 11. Und da muss ich halt schon vorher nochmal anrufen, dass ich spätestens um 9 anrufe und sage, hier, kann ich eine Stunde vorbeikommen bei Ihnen, dass Sie es eintakten können. Gut, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam gewesen. Sehr gerne freuen wir uns über Daumen nach oben. Viel mehr noch freuen wir uns über Kommentare. Und falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, könnt ihr uns gerne abonnieren. Wir machen so Sachen im Teamspeak. Ja, eigentlich ist es mein Kanal. Ich mache noch andere Sachen, was ich nicht mit dem Durengard mache. Da mache ich so ein bisschen meinen eigenen Kram. Genau, und ihr könnt auch gespannt sein, denn wir wurden von Botkin Arrow gefragt. Botkin Arrow kennt man vielleicht so, also wenn man da in der deutschen Age of Empires-Szene unterwegs ist, wird man ihn wahrscheinlich kennen. Ist, glaube ich, auch einer der größten YouTuber aus der deutschen Szene. Der hatte mit uns auch schon Spiele gemacht in der Vergangenheit und hatte dann die analysiert gehabt und wir waren von Werten, also sowohl Wirtschaft als auch Militär, also Durengard und ich, sehr nah beieinander gewesen. Und da hat er mich so gefragt, wer ist denn eigentlich besser von euch, wo ich so gemeint hatte, das kann ich so konkret gar nicht immer sagen, weil wir von unterschiedlichen Karten spielen und wir meistens sehr nahe Punktzahl miteinander haben und meistens auch sehr, sehr ähnlich dort vorgehen und pushen und so weiter. Und dann wurde kurzfristig entschieden, dass zum Jahresende wir ein Match machen müssen, 5 Spiele, und dann entschieden wird, wer 3 oder mehr davon gewinnt, der ist dann quasi offiziell der bessere Spieler von uns beiden. Also falls euch das interessiert, könnt ihr uns gerne abonnieren. Bitte? Wird nämlich, dass der bessere Spieler zuerst von Botkin gesniped wird, wenn wir ein Tracking einspielen. Der ist Ach dann so, auch der beste. du meinst, aber jetzt gerade eine Strategie gegen uns damit aus, oder was meinst du? Genau, und dann muss es dann durch den besten von uns beiden ausspaltet werden. Hm. Das ist natürlich auch sehr schlau von ihm. Ne? Organisiert erstmal ein Turnier, wo er Content bekommt, wo wir dann Content produzieren und dann findet er heraus, wen er am besten zuerst snipet. Ja. Das ist wirklich schlauer. Na, oder erst dort zuerst, wo du auf Black Forest einfach dann die Lücke lässt. Oder da. Das hatten wir jetzt nämlich gehabt. Ich hatte ein Spiel gehabt gegen El Matador, da habe ich eine Lücke gelassen, wo ich jemand reingestreamt hatte. Und Twan hat das auch schon mal hinbekommen, da haben wir gegen Botkin gespielt und er hat eine Lücke gelassen und dann ist Botkin dort mit Belagungsrahmen und Halabardieren als Kälte durchgelaufen. Nee, nicht ganz. Ich hab's dann dazu gemacht, aber ich hatte natürlich Land verloren dazwischen. Ja. War schon sehr ärgerlich. Ja. Naja. Ich habe ein bisschen Mindgames dann gemacht. Was hast du? Also, ich habe da bei ihm halt ein Mindgame halt erzeugt, wo er mir gedacht, ich würde halt ihm irgendwo einen Bauern da reinschicken. Ach so, ja, das hat er auch dann auch in der Aufnahme gesagt, wo wir uns das angeschaut hatten, wo wir so lachen Ich mussten. glaube, Er dachte nämlich die ganze Zeit, dass das Twan das mit Absicht offen gelassen hat, dass er es so sneaky macht, dass er quasi ihn glauben lässt oder versucht glauben zu lassen, dass das Ding zu ist, aber es eigentlich offen ist. Und er hat dort die ganze Zeit nach Bogenschützen gesucht gehabt. Das ist schon lustig, ne, wenn du gegen einen Pro-Player spielst und der gegen andere Pro-Player halt auch vor allem spielt
und dann denkt, dass deine Unfähigkeit oder dein Fehler bewusst und absichtliche Strategie ist, auf dem Niveau, mach mal solche Fehler nicht mehr, was Botkin spielt. Und wie er dann halt so psychologisch so damit beschäftigt gewesen ist, verflucht, hier ist ein Loch in den Ball mit drin, was passiert hier, kommen hier noch Bogenschützen rein. Das ist schon lustig, oder? Das ist schon, ich weiß nicht, das ehrt einen natürlich, dass ein Pro-Spieler dich da so ernst nimmt, ne? Dass er dir sowas unterstellt, so einen sehr kühlen Sneak das, um deine Basis zu machen. Also, will dazu jetzt. Ja. Aber El Matador hat es ja auch gemacht, gerade in einem Spiel. Genau. Ich hasse so ein Siegen, aber ich musste lachen, wo ich das gefunden hatte und ich dann seine Archer-Range dort hinein konnte und bloß halt die Schwertkämpfer bloß killen musste. Das hat ihn bestimmt sehr geärgert, als das der Archer-Range war auch schon bei 80% gewesen, als ich den Bauern weggesniped hatte. Der hat sich auch gerade so gedacht, haha, gleich mache ich Bogenschützen, und dann habe ich das Ding weggesniped von ihm, das wird ihm nicht gefallen haben. Gut, in dem Sinne, ich wende jetzt mal die Aufnahme, es sei denn, du willst noch irgendwas unbedingt wichtig sagen. Nein, ich denke, alles Wichtige wurde schon gesagt. Genau, das Showdown, das findet dann Ende Dezember statt, also 28. Genau, heißt also, wenn ihr dieses Video hier irgendwann im neuen Jahr, also 2023 sehen solltet, dann sollte das schon hochgeladen sein auf Botkins Kanal. Vielleicht alles auch noch mit hoch und vielleicht mache ich auch noch eine kleine Animation dafür, wo Botkin dann erstmal das Spiel vorstellt und ich dann in After Effects vielleicht nochmal was Tennis dazu animiere, damit es ein bisschen hübsch aussieht. Ja. Gut, damit wäre alles gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, hoffentlich, liebe Leute.